gespielt habe. Leute gegenseitig als Nigger und Juden und weiß der Geier was beschimpft haben. Und das einfach nur megamäßig abging die ganze Zeit. Da war eine Grundaggression drin, ey. Wahrscheinlich werde ich gleich von der Kagero gespottet. Bin eigentlich sogar ziemlich sicher, dass das gleich passieren wird. Ja, hier ist auf jeden Fall auch dran. Und das ist die Kagero. Jupp, und ich bin detected. Das ist gerade unschön. Das Problem ist halt, dass die einen 500 Meter besseres Concealment als ich hatte. Das Ich heißt, die sehe immer kann. aufploppen, was bedeutet, die Schüsse sind in meine Richtung gekommen. Die fährt über uns unten rum. Der Giganoob. Hä, Klaus, wo sind deine Schüsse hin? Bei mir ist nie was eingeschlagen. Aber die Iowa schießt auf dich. Jetzt bin ich gespottet. Ja, die Kutuzov schießt auch auf mich. Die will gleich auf mich switchen. Ziemlich sicher. Ne, das ist mir die Ibuki. Ja, ich kann nicht im Cap bleiben. Da ist die Kagero. Ach komm, genau jetzt gerade, wo ich auf die Kutuzov geschossen habe, ploppt die Kagero auf. Kann ich es machen? Ich kann nur C einnehmen und sonst kann ich wegrennen. Viel Spaß da. Danke. Hat sich eingesmoked, okay. Mami, wo kommen da die Torps her? Von der Kagero? Verdammt. Es ist naheliegend, dass er hier droppt. Nämlich wird er im Normalfall nicht schrauben. Das Problem ist halt, ich brenne halt jetzt ewig und 3 Tage. Ich muss halt schauen, dass ich irgendwie hinter diese Insel komme. Eventuell Diese frisst die ganzen. Kagero einen Torp von mir. Ja. 9000 HP weg. Sehr schön. Das heißt, ich kann tatsächlich. Naja, handeln gehen kann ich ihn nicht, weil er einfach zu viel hat, aber. Irgendwas östlich von mir ist da noch, glaube ich. Nee. Wird mir angezeigt. Das nächste, was in mir dran ist, ist die Atlanta. Jetzt ist es umgeschwenkt. Ja, gut, da ist noch irgendwas noch weiter weg. Das ist richtig. Weil das auch die Atlanta sein kann, die es weitergefahren ist. Na, ich warte jetzt erstmal noch mal kurz meinen nächsten Healer, bevor ich hier rausfahre. Sobald ich mir halt einfach mal radern können, da, ne? Ja, keine Ahnung, die Bolt-Team hat eh schon gefressen wieder wie. Na, der Denta kommt hier hoch. Oh Gott, ich helfe jetzt. Versuche jetzt mal schnell unserer. Aber zu helfen. Da wird nichts mehr zu helfen sein. Du, die Atlanta steht quasi vor dir, dann zeigt dir Breitseite. Ja. Sehr gut, du Ich habe hast die erstmal schnell die Kagero. Karriere Das ist gemacht. nett. Alles der Reihe nach. Die hat nicht mehr viel gehabt, oder? 3000, sowas. Genau. Atlanta nimmt wahrscheinlich Topf von mir mit.
So, ja, ich komme mal runter. Ich werde dann B einnehmen und spotten für euch. Hm. Nice. Zum Garmi-Top, das war unsere Ibuki weg. Unsere Aura heult jetzt gerade rum, weil er sich da reinkommittet. Hm. Ist okay, also funktioniert das doch, oder? Ich werde keinen Smoke für euch, ist hier dann 1,40, weil ich leider die Hippo oben gesmoked habe. Ich dachte, dass die Atlanta länger lebt. Ja. So, ich würde mich hier oben jetzt dorthin stellen und cappen, ganz einfach. Ich cappe jetzt erstmal auf jeden Fall, ja. Dann kannst du vielleicht die Sumo mit HE einpflastern. Wow, das war eindeutig zu kurz geschossen. Ja, der fährt so halbe Kraft, jetzt gibt er ein bisschen Gas. Dreht er jetzt rein? Was macht denn der? Das ist super eigenartig, wie der durch die Gegend fährt. Tops mit. Zwei. Also wenn du auch Smoke willst, ne, dann hier hin. Ja, ich bin schon auf dem Weg dahin. Ich setze ein bisschen früher an einfach. Okay, wow. Die ist eh weg. Also Bismarck eigentlich dumm oder so? Die Taschkent ist da. Die mich natürlich beim letzten Sichtung noch jetzt angesteckt hat hier. Was sind die für die Top Range? Keine Ahnung. So auf 8 Kilometer tippen. Dann repariere ich mal, weil der ist nämlich 11 Kilometer weg. Ich hätte einfach gespottet, du solltest mal den beschießen. Oh Gott, dein Smoke fällt jetzt schon. Mhm. Gott, dabei zu schreiben. Dann habe ich jetzt ein leichtes Problem.
Finde ich gut. Die Eier weggenommen, meine Torps. Den juckt es gar nicht. Dass die schon Ewigkeiten vorher gespottet wurden. Ja, dann gönnt sich noch zwei. Der ist down. Gut. Tashkent lebt halt immer noch. Ich kann halt nichts gegen den machen. Ja, auf 12 Kilometer treffe ich den nie. Ich werde jetzt nach unten weg und versuche irgendwie. Irgendwie die E-Book hier abzusnacken. Nö, ich bounce einfach viermal. Weil es so schön war. Ah, jetzt unsere Baltimore aufgewacht, nachdem die Taschke wieder weiter weggefahren ist. Du nimmst da eine Auszeit, oder? Könnte ein Problem werden, wenn die dann nicht auslaufen, dann. Und wenn die weiter als 10 Kilometer an dir dran war, dann werden die nicht auslaufen. Ja, bin down. Ja, genau, nein! Ey, die sind 10 Meter hinter mir ausgelaufen. Das bitte. Ja, ich fahr einfach mal A-Cappen, weil sonst so. Wird das hier mich nichts lernen, leider. Eventuell noch die Nagato toppen. Ja, ja, klar. Da war irgendwie ein Flieger über mir. Drive-by-Torping. Tashkent hat sich aus meinen Torps weggedreht, glaube ich. Ich bin airspotted. Don't lag. Ja, Tashkent kann meinen Torps ausweichen, leider. Oder? Nein. Lol. Nee, wird nichts. Hat der ein Schwein. Das war eventuell, ja. 10 Meter hätte ich gesagt. Ja, nicht mal. Das Problem, japanische Torps einfach zu früh sichtbar. Der dreht gerade rein. Fuck me. Naja, mit meinen Tops soll ich leider dodgen. Ja. Leute, das ist eine HE-Spam, Nagato. Der fährt auch nur Straightline, außer das ist eine. Den kurzen Moment, wo quasi meine Torps auf ihn zuflogen sind. Die folgen mir die Begegnung. Oh Gott, unsere Izumo wird halt hart aus Maul kriegen. Oh Gott. Ja, bleib bei Izumo. Dann carry das Ganze mal bitte. Nee, wird nicht passieren. Kann ich dir schon mal versprechen. Da ist nichts zu carryen. Die werden jetzt alle drei Punkte gleich cappen. Hat er denn Feuer auf der Kutusov? Nee, hab keins gesehen. Das ist quasi die einzige Chance gewesen.
jetzt ernsthaft auf mich zu? Gotta be fucking kidding me. So ein Scherz hier. Gott. Er spottet. Geil ist, der hat aus meinen Tops weggedreht. Das heißt, die ersten drei treffen jetzt schon mal. Also zumindest zwei davon. Immer einfach noch schauen. Der Idiot, der euch das Spiel gewinnt, ihr Penner, ja, aber passt schon. Mhm. Danke für den einen Solo-Warrior. Wird das immer noch gewonnen? Natürlich! Ich war da gar nicht im Spiel drin, muss ich gerade zugeben, ich war gerade draußen. What the fuck, Troy? Die Nagato konnte nicht cappen. Dadurch haben wir es gewonnen. Ich hätte sogar Vibanner noch getötet, beziehungsweise die Kutuzov eigentlich vielmehr. Langer Zeit mal wieder Solo-Warrior für mich. Mhm. Mit vollkommenen Mongolen im Team, die natürlich Deutsche waren. Also den Andi-Menschen kannst du in die Andri-Menschen kannst du in die Versenkung downvoten, bitte.